Guten Abend. Ich kann mich auch setzen. Mein Name ist Susanna Hedrich. Ich bin heute Gastleserin und bin Mitglied bei den Textträumern in Speyer. Ja, und auch beim Literarischen Verein der Pfalz bin ich auch Mitglied. Und dank der Frau Katharina Mattisch bin ich heute Gastleserin. Ich möchte Sie nun mitnehmen in meine Geschichte Familienstammbaum mit Hindernissen. Gerhard sitzt an seinem Schreibtisch vor dem Computer. Um ihn herum überall Fotos, Blätter und Ausdrucke. Einige liegen nach Namen sortiert auf dem Boden. Voller Eifer ist er dabei, den Familienstammbaum für seine Familie zu erstellen. Essen ist fertig, ruft seine Frau Edeltraud. Ich komme gleich, ruft er zurück. Ungern löst er sich von seinem Blätterwald und unterbricht die Recherche, aber er kann seine Frau nicht warten lassen. Das klappt ja heute prima mit dem Wetter. Bei dem Sonnenschein macht es Spaß, in die Stadt zu fahren, freut sich Edeltraud. Nachmittags möchten sie einen Ausflug machen und da geht es auch in den städtischen Friedhof. Gerhard möchte alle Gräber nach den Familien Kuhn und Stricker absuchen, die in irgendeiner Linie verwandt sind mit Edeltraud. Sie ist nämlich als kleines Kind mit ihrer Familie von Westpreußen geflohen und so wie sie haben sich einige Landsleute hier im Umkreis niedergelassen. Von Gerhards Seite sind da ebenfalls einige Vorfahren beigesetzt, die er noch ausfindig machen will. Nachmittags ist es soweit. Sie fahren zuerst ins Zentrum zum Einkaufen und danach beginnt die Gräbersuche auf dem Friedhof. Gerhard geht durch alle Reihen von einem Grab zum anderen, hat seinen Notizblock dabei und macht Fotos. Alle Namen, die ihnen bekannt vorkommen, werden genauer inspiziert. Gerade knipst er einige Gräberinschriften. Hallo, was machen Sie denn da? Fragt eine besorgte Friedhofsbesucherin. Warum fotografieren Sie die fremden Gräber? Wissen die Angehörigen überhaupt Bescheid? Beruhigen Sie sich, gute Frau. Ich will nur einen Familienstammbaum erstellen. Da brauche ich Geburts- und Todesdaten von weitläufigen Verwandten, beschwichtigt Gerhard. Wir sind nicht von der Bild-Zeitung. So langsam wird es dunkel. Sind wir bald durch, Gerhard? Um 21.30 Uhr müssen wir Jens vom Judo abholen, fragt Edeltraud ungeduldig. Noch eine halbe Stunde, beruhigt er sie. Um 21 Uhr schreiten sie Richtung Ausgang, seitlich der Trauerhalle. Als sie die Tür öffnen wollen, oh Schreck, sie ist verschlossen. Gerhard zieht ein paar Mal am Griff, aber ohne Erfolg. Los, komm schnell, wir gehen zum anderen Ausgang. Keine Menschenseele mehr auf dem Friedhof. Es wird immer dunkler. Plötzlich hören sie ein schnelles Rascheln hinter sich, als wenn jemand weglaufen würde. Edeltraud stockt der Atem, dreht sich erschrocken um. Hast du das gehört? Ja, erleichtert atmen sie auf, als sie die Umrisse eines Eichhörnchens erkennen können, das gerade unter einem Baum verschwindet. Du mit deiner blöden Sucherei, weißt ja nie, wann du aufhören sollst, schimpft Edeltraud. Sei still und beeil dich, schnauzt er zurück. Schnell erreichen sie den Ausgang an der unteren Seite des Friedhofs. Gerhard drückt den Griff herunter und versucht ein paar Mal mit aller Kraft die Tür zu öffnen, jedoch ohne Erfolg. Verdammt, so ein Mist, dass die hier abends abschließen, schimpft Gerhard. Was machen wir denn jetzt? Und Jens wartet, dass wir ihn abholen, sagt Edeltraud weinerlich. Vorhin ist einer mit einem Schlüsselbund an uns vorbeigegangen,
das war bestimmt der Friedhofswärter. So ein Dödel, der hätte uns doch sagen können, dass er abschließt. Wir müssen über den Zaun klettern, kommt Gerhard die rettende Idee. Das schaffe ich nicht, ich bin doch so klein, jammert Edeltraud entsetzt. Doch, Traudl, du schaffst das, der Zaun ist nicht so hoch. Ich halte und hebe dich drüber. Die Zeit drängte und sie hatten keine andere Wahl. Er führte seine Hände zusammen und formte einen Tritt. Komm, hebe deinen Fuß in meine Hände. Das tat sie zögerlich, den anderen Fuß setzte sie auf den Zaunsockel. Dann hob und schob er sie an den Beinen und am Gesäß in die Höhe, bis sie endlich ganz zitterig ein Bein nach dem anderen über den Zaun gesetzt hatte. Völlig aufgelöst stand sie auf dem Fußgängerweg. Der Knopf an der Hose war abgerissen und die Naht am Po hatte einen Riss. Zum Glück hing die Bluse darüber. Auf der anderen Straßenseite standen zwei junge Männer am Kiosk, die klatschten und lachten. Opa, sollen wir euch helfen? Wissen aber leider nicht wie. Haben auch keine Leiter zum Hinstellen. Warum seid ihr auch so bescheuert und treibt euch um diese Zeit auf dem Friedhof herum? Halt's Maul und sauft weiter, schreit Gerhard genervt zurück. Er nimmt all seine Kraft zusammen, setzt einen Fuß auf den Zaun, zieht sich mit aller Kraft hoch, hebt ein Bein darüber. Als er das zweite Bein nachzieht und es schon fast über den Zaun gehoben hat, rutscht sein Schuh aus und fällt auf den Boden auf die Friedhofsseite. So ein Mist, jetzt liegt der Schuh da drin. Dann müssen wir morgen wieder herkommen, den Schuh holen. Komm, wir müssen uns beeilen, ruft Edeltraud. Zum Glück hat er noch ein paar abgenutzte Treter im Auto, die er anziehen kann. Zu Hause brauche ich einen Schnaps, sagt er aufgewühlt. Als sie eine halbe Stunde später Jens abholen, fragt dieser verwundert, wo sie so lange waren. Auf dem Friedhof, da sind einige Tote auferstanden, haben sich uns in den Weg gestellt und wollten uns in ihr Grab hineinziehen, antwortet Gerhard sarkastisch. Wegen dem blöden Familienstammbaum sind wir auf dem Friedhof herumgegeistert und hätten beinahe dort übernachten müssen, entgegnet Edeltraud noch immer etwas fassungslos. Alles gut. Aber ich kenne eine Familie, der ist das wirklich so passiert, aber natürlich habe ich traumatisiert, aber es kann wirklich vorkommen und deswegen ist es sinnvoll zu gucken, wie die Öffnungszeiten auf den Friedhöfen sind.